Verstärkter Fokus auf Talente, hoher Verlust bei 96, Kind, müssen nicht zu Banken rennen wie andere Vereine. Hannover 96 rechnet in dieser ersten kompletten Saison unter Corona-Bedingungen mit einem Minus im zweistelligen Millionenbereich. Wir haben weniger Erlöse als geplant und werden mit gut 10 Millionen Euro Verlust abschließen. Davon sind 7 Millionen fehlende Ticketeinnahmen, bestätigte Finanzchef Frank Baumgarte in einem Interview mit dem Sportblatt. 3x2 Millionen oder mehr. Größte Marktwertgewinner des Zweitliga-Abgriffs Igor Matanovic, FCST Pauli, plus 0,5 auf 0,5 Millionen Euro im Copy Imago Images 118 Chris Führig, SC Paderborn, plus 0,5 auf 1 Millionen Euro im Copy Imago Images 218 Robert Zuhl, VfL Bochum, plus 0,5 auf 1,3 Millionen Euro im Copy Imago Images 318 Simon Zoller, VfL Bochum, plus 0,5 auf 1,3 Euro und Copy Imago Images 418 Moritz Heyer, HSV, plus 0,5 auf 1,5 Millionen Euro und Copy Imago Images 518 Rodrigo Zalazza, Pauli, plus 0,5 auf 1,5 Millionen Euro und Copy Imago Images 618 Tom Kraus, 1. FC Nürnberg, plus 0,5 auf 1 Euro und Copy Imago Images 718 Branimir Hirgotter, Greuther Fürth, plus 0,5 auf 2 Mio. Euro und Copy Imago Images 818 Maximilian Bauer, Greuther Fürth, plus 0,6 auf 1,2 Euro und Copy Imago Images 918 Stefan Ambrosius, HSV, plus 0,6 auf 1,5 Millionen Euro und Copy Imago Images 1018 Jemelige, Greuther Fürth, plus 0,6 auf 1 Euro und Copy Imago Images 1118 Maxim Leitsch, VfL Bochum, plus 0,8 auf 2 Millionen Euro und Copy Imago Images 1218 Jeremy Dudziak, HSV, plus 0,9 auf 2,5 Euro und Copy Imago Images 1318 Christian Kühlwetter, Heidenheim, plus 0,95 auf 1,5 Mio. Euro und Copy Imago Images 1418 Jisung Lee, Holstein Kiel, plus 1 auf 3 Millionen Euro und Copy Imago Images 1518 Florian Krüger, Erzgebirge Aue, plus 2 auf 4 Mio. Euro und Copy Imago Images 1618 David Traum, Greuther Fürth, plus 2,2 auf 3 Millionen Euro und Copy Imago Image 1718 Amel Bella Kotschap, VfL Bochum, plus 2,7 auf 5 Mio. Euro und Copy Imago Images 1818. Das der neue TV-Vertrag der deutschen Fußballliga den Clubs ab der Saison 2021 und 22 weniger Medienerlöse einbringen wird als bisher, kommt für die 96er erschwerend. Wir bekommen in dieser Saison gut 23 Millionen Euro und werden in der nächsten Saison heruntergehen auf 15 Millionen. Das heißt, 96 fehlen in der nächsten Saison 8 bis 9 Millionen Euro, sagte Mehrheitsgesellschafter Mart. Der Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußballgesellschaft betonte, dass diese Verluste bei seinem Club nicht existenzbedrohend seien. Im Wesentlichen sichern die Gesellschafter die Liquidität durch Darlehen ab, wie schon in der vorigen Saison. Wir müssen nicht zu Banken rennen wie andere Vereine. Für den Fußball insgesamt gelte aber, wir und viele andere Clubs auch müssen erstmal lernen, dass man Geld, das man nicht hat, auch nicht ausgeben kann. Diese Denkkultur ist im Fußball nicht besonders ausgeprägt. Hannover 96 setzt verstärkt auf Talente, Aufstieg schwierig, aber weiter das Ziel. 96-Coach Kenan Kozak ist dazu angehalten, künftig verstärkt auf eigene Talente zu setzen, auch angesichts der überschaubaren finanziellen Möglichkeiten. Wir haben intensiv mit ihm darüber gesprochen. Das Modell steht, dabei müssen wir den Cheftrainer auch im Griff. Er hat diese Idee bereits verinnerlicht, sagte Kenan. Dennoch muss es auch in der nächsten Saison das Ziel sein, in die Liga aufzusteigen, wenngleich dieses Unterfangen nicht unbedingt jeden Mitarbeiter kam. Kozak Alter, 40. Hannover 96 Saison 20 und 21, 2 Punkt Bundesligaspiele 22 gewonnen, 10 unentschieden, 3 verloren, 9. Wenn man das neue Konzept konsequent umsetzt, wird man eine längere Zeitachse im Hinterkopf haben müssen und 1-2 Jahre mehr Geduld aufbringen müssen. Finanzchef Baumgarte verriet, dass für das Nachwuchszentrum 7 Millionen Euro jährlich aufgewendet werden. Mindestens einer, besser zwei Spieler sollten pro Jahr hochkommen. Aber das ist ein auf jeden Fall, wird sich die Schnittstelle zwischen Profis und NLZ verändern, erklärte Kind und stellte eine Gehaltsobergrenze bei den Niedersachsen in.